Einen wunderschönen. Herzlich willkommen zurück zum Zeitparadoxen Chaos auf Deponia. Und wir... Ja, doch, nicht so. Nein, ja, genau. Und wir haben in der letzten Folge unser Vergangenheits-Ich und überhaupt. Und ich weiß gar nicht, was wir jetzt tun sollen. Wir haben hier eine Uhr. Müssen wir hier durch? Ich kann hier jetzt nicht weg. Die Uhr schlägt jede Sekunde die volle Stunde. Und dann ist es an mir, die Rebellen zu stoppen. Ja, dann stellen wir doch die Uhr, oder was? Doch, das reicht jetzt aber. Schlag endlich. Na los, schlag endlich. Oh. Hast du das auch gehört? Die Uhr schlägt zur vollen Stunde. Und mitten auf die 12. Für deinen Auftritt, Galef. Muss das wirklich sein? Jetzt stell dich nicht so an. Sonst gewinnst immer du beim Schnickschnackschnuck. Aber sonst geht es auch immer nur darum, wer neue Tipps holen geht. Versuch dich nicht rauszureden. Einer für alle. Und das bist heute du. Rufus? Was treibst du hier? Es gibt eine Planänderung. Die Aufstiegscodes bleiben bei Goal. Du stellst dich gegen den Widerstand? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf der Titelseite des Blattes, das sich soeben gewendet hat. Was zum... Ladehemmung? Pech ab! Oder so. Rufus? Ah, sehr gut. Du hast es alleine geschafft. Komm mit, es ist noch nicht vorbei. Warte mal. Aber, Cole, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Naja, wollen wir nicht warten, bis du wieder in Form bist? Na, was soll's. Du musst dich dringend rasieren. Ich bin gerade verwirrt. Es ist vollbracht. Ich hab doch gesagt, dass... Doc, warum seid ihr noch gefesselt? Lady Goal sollte euch doch befreien. Hat sie aber nicht. Sie ist durch das Portal in die Zukunft entwischt. Sie ist was? Kein Problem. Krawall Goal ist noch draußen, in Liebolds Körper. Sie wird Lady Goal zur Vernunft bringen. Das war nicht Krawall Goal. Das war die Reinigungsdatasette für meinen Videorekorder. Die beiden Goals stecken noch in der Maschine. Liebold hat nicht mal ein Implantat. Aber die Fernbedienung... Da, 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 da. Ach, dicker Vater. Das hieße ja... Rufus! Was hast du mit Galef gemacht? Und mit Liebold? Der Arme ist ganz verstört. Eine Verwechslung. Ich... Hey! Oh, oh. Was soll das? Es tut mir leid, Rufus. Ich fürchte, ich muss noch eine weitere Änderung an deinem Plan vornehmen. Was für eine Änderung? Ja, es ist auch kompliziert, wie alles, was mit dir zu tun hat. Du verursachst nichts als Chaos. Aber dafür bin ich nicht gemacht. Ich kann nicht länger bei dir bleiben. Oh, komm schon, was soll denn das jetzt? Mach auf! Bemühe dich nicht. Die Tür bleibt verriegelt. Ich brauche ein bisschen Vorsprung, wenn ich Cletus finden will. Cletus? Aber, wovon redest du bloß? Wir wollten doch zusammen nach Elysium, die Welt retten und so. So einfach ist das aber nicht, Rufus. Du kannst nicht alle im Stich lassen und gleichzeitig der Held sein. Es ist unmöglich. Unmöglich ist mein zweiter Vorname. Genau, es reizt dich, nicht wahr? Du willst immer das Unmögliche. Darum wirst du auch immer unzufrieden bleiben. Du kannst nicht mit nach Elysium, Rufus, weil du Deponia in dir trägst. Mach es gut, Heldenbaby. Aber... Moment. Aber Cletus ist ein Schnösel. Cletus ist kein schlechter Mensch, Rufus. Zumindest nicht schlechter als ich. Und bestimmt nicht schlechter als du. Ich bin 1000-mal besser als dieser Lackaffe. Zumindest willst du das sein. Ich habe dir verziehen, dass du mein Bewusstsein gespalten hast. Dass du mich angelogen hast. Dass du mich immer wieder in Gefahr gebracht hast. Und ich habe Cletus verziehen, dass er meine Erinnerung löschen wollte. Jetzt musst du mir verzeihen. Aber es ist nur eine Goal, nicht drei, ne? Es ist die Lady Goal. Aber was ist mit deiner Operation? Wir müssen dich doch wieder zusammensetzen. Wozu? Damit die Zweifel wiederkommen? Nein, danke, Rufus.
Aber wir wollten doch zusammen die Welt retten. Das gilt vielleicht für Krawallgoal und Babygoal. Aber ich bin weder so naiv noch so abenteuerlustig. Ich will einfach nur nach Hause, bevor es zu spät ist. Aber ich will doch mit dir nach Elysium. Willst du das wirklich? Ich weiß, dass du etwas beweisen willst, weil du im Schrott aufgewachsen bist. Weil nie jemand an dich geglaubt hat. Aber würde es dir wirklich gefallen, dein Ziel zu erreichen? Keine Abenteuer mehr? Keine weiteren Pläne? Ich glaube nicht. Aber wo ist das Problem? Warum können wir nicht einfach Deponia retten und trotzdem zusammen nach Elysium gehen? Weil es sich gegenseitig ausschließt, Rufus. Tut es nicht? Ich weiß, dass ich das hinkriege. Du weißt eben noch nicht alles. Hast du dich jemals gefragt, warum Deponia gesprengt werden soll? Was hat denn das damit zu tun? Einfach alles. Elysium ist nicht das Paradies, für das du es hältst. Es ist nur ein Vehikel, ein Raumschiff, um Deponia ein für alle Mal hinter sich zu lassen, um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Aber Utopia ist fern. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, genug Energie zu erzeugen, um Elysium dorthin zu katapultieren. Die Sprengung Deponias. Was war das? Elysium ist was? Ein Raumschiff? Hast du es jetzt endlich verstanden? Wenn Deponia nicht zerstört wird, wird Elysium bald zurück auf den Planeten stürzen. Wir können nicht ewig ohne einen Heimatplaneten leben. Aber Deponia ist kein Ort, um zu leben. Das wissen wir beide. Elysium ist also ein Raumschiff. So ist es. Die Väter bauten Elysium, um Deponia zu evakuieren. Um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Leider reichte der Platz nur für einige wenige. Sie konnten nicht alle mitnehmen. Verstehe. Was ist denn so toll an diesem Utopia? Es gibt frisches Gras, blauen Himmel, klares Wasser. Kurz, es ist nicht Deponia. Warum passiert das alles jetzt? Elysium wurde nicht konzipiert, um ewig in der Atmosphäre zu schweben. Der Organon hat Jahrzehnte gebraucht, um die nötigen Sprengtürme zu bauen. Sie sind um den ganzen Planeten verteilt. Nun ist alles bereit. Ulysses Leute haben den Zeitplan eingehalten. Elysium muss jetzt starten. Andernfalls wird es auf den Planeten zurückfallen. Passt das oder passt das? Ich weiß es nicht. Was wäre, wenn der Ältestenrat wüsste, dass Deponia bewohnbar ist? Ich weiß es nicht. Ein Teil von mir hat immer geglaubt, sie würden die Sprengung abblasen. Aber das war die naive Goal. Okay. Ich glaube, ich habe alles verstanden. Aber... Was aber? Aber es muss doch einen Weg geben. Es gibt sogar zwei. Einer führt nach Elysium und von da aus weiter nach Utopia. Der andere Weg endet hier auf Deponia, wenn wir ihn denn überleben. Ich habe mich entschieden, Rufus. Jetzt bist du an der Reihe. Es muss doch eine Möglichkeit geben, beides zu vereinen. Vertrau mir, ich krieg das hin. So wie du mich auch wieder hingekriegt hast? Ich will doch nur eine zweite Chance. Du hattest deine Chance, Rufus. Deponia hatte seine Chance. Manchmal sind die Dinge so kaputt, dass sie sich nicht mehr reparieren lassen. Behalt ruhig die anderen zwei Datasetten. Da sind nur Zweifel und naive Ideale drauf. Wo ich jetzt hingehe, kann ich die nicht gebrauchen. Ich muss mich beeilen. Donners Tauchboot wartet. Wenn ich bis übermorgen nicht mit Cletus in Porta Fisco bin, wird es zu spät sein. Viel Glück, Rufus. Aber... Was für eine Frau. Spinnst du? Sie wird uns alle umbringen. Ich finde sie lässig. Vor allem ist sie scheinbar der Teil, der die Aufstiegscodes kennt. Ja, wir müssen ja. sie aufhalten. Aber wir sind eingesperrt. Binde mich erst einmal los, dann fällt uns bestimmt etwas ein. Es gibt immer einen Ausweg. Das musst du mir nicht sagen. Dum, 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 dum. Oh, grausames Karma, so nah am Ziel war Madame wiedermals zweifelnd zum Opfer gefallen. Und sie ließ Rufus mit Frust und zwei Drittel ihres Bewusstseins alleine und suchte nach seinem Rivalen.
Aber wenn ihr jetzt echt glaubt, dass das Rufus schwächt, ja, dann gönnt ihr ihn schlecht, denn ein echter Hero kommt erst dann akkurat in Fahrt. Nein, nein, aber get on now! Schon allein wegen, weil muss ja und so. Hussa, weil muss ja und so. Deponia. Jetzt mit mehr Aufstiegscodes inklusive. Rostig. Wusch! Ah, da bist du ja. Bereit zur Jagd? Janosch, wir haben wirklich nicht viel Platz auf dem Kutter und... Ja, es ist wirklich schade, dass ich nicht mitkommen kann. Ich würde auch gern an vorderster Front kämpfen. Scheide an Scheide, wie früher. Weißt du noch? Früher? Naja, wohin? Aber leider ist das unmöglich. Ich habe meine eigene Mission. Und die geht unbedingt vor. Unsere Organisation ist einfach noch nicht groß genug, um es mit dem Organon aufzunehmen. Meinst du? Darum werde ich ebenfalls nach Border Vishko reisen. Ich stehe dort mit einer Gruppe in Verbindung, die sich auch dem Kampf gegen die Unterdrückung verschrieben hat. Die Passage ist bereits gebucht. Wir werden die Widerstandszelle Nord errichten. Direkt unter der Nase des Organon. Was sagst du dazu? Viel Glück. Danke. Eine Bitte hätte ich in diesem Zusammenhang noch an dich. Wenn du in Border Vishko bist, solltest du unbedingt bei uns vorbeikommen. Die Leute werden mit Sicherheit den geistigen Schöpfer der Unternehmung kennenlernen wollen. Mal sehen. Hier, das wirst du brauchen. Was ist das? Wir haben ein neues Klopfzeichen vereinbart. Das alte war ja auch Mist. Du sagst es. Niemand konnte sich richtig merken. Tja, du, Janosch, ich muss jetzt wirklich. Ich weiß, du musst los. Das Abenteuer ruft. Genau. Es ruft halt endlich die Backen, du Torfkopf. Na endlich, wo bleibst du denn? So holen wir das Tauchboot niemals ein. Ist nicht meine Schuld. Ich wurde von einem Stadtstreicher belästigt. Wo soll's überhaupt hingehen? Donner, ich sagte etwas von Porta Fisco. Also sollten wir dahin. Ich denke, wir sollten erst einmal die Peilung vom Tauchboot aufnehmen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es einen Funkmast auf Isla Obacht. Vielleicht kann ich den Sender so manipulieren, dass unser Sonar die Signatur des Tauchboots erkennt. Und bis dahin ist Donner über alle Berge. Nein, danke. Ich sage Isla Obacht. Boso ist der Kapitän. Und er ist auch für Fisco, nicht wahr? Also, meinetwegen können wir auch zur Polkappe fahren. Hauptsache, ihr einigt euch langsam mal. Genug. Ich entscheide, wo es lang geht. Rufus, das ist nicht die Navigation. Das ist mein Ohrhaarentferner. Jetzt haben wir eine Zweidrittel-Ghoul, ne? Hat eigentlich den Doc überhaupt jemand mal mit Unterleib gesehen? Ich frag ja nur. So, was haben wir hier? Schwimmender Schwarzmarkt? Was ist das hier? Können wir nicht hin? Wie jetzt? Das soll der Pol sein? Da tut Lonzo ja mehr Eis in die Drinks, wenn er Alkohol sparen will. Was für eine Enttäuschung. Was ist das hier? Mist, der Wasserhahn ist zugeeist. So viel zu meiner Idee mit der Schlittschuhbahn. Oh, schade, schade. Schneehaufen. Ich sollte mir ein bisschen davon mitnehmen. Vielleicht bekomme ich später noch die Gelegenheit, Amtmann Argus einzuseifen. Können wir das, wartet mal, können wir das hier, ach nee, das ist ja hier, ach, die Eistruhe ist ja in dem, ah, ja. Komm, Boso. Doc, los. Doc ist eigentlich ganz cool. Na dann, Goal. Guck mal, ich habe eine Eisskulptur von dir gemacht. Hä? Sind doch bloß Eiswürfel. Das nennt man Kubismus.
Was machst du da? Eistee. Aber der Tee war doch gegen die Kälte. Na und? Ich bin ja auch gegen Nahrungsmittelverschwendung und musste trotzdem zusehen, wie du die Pommes weggeworfen hast, die ich dir nachts in die Nase gesteckt hatte. Jetzt sollte es gehen. Tu es nicht. Der Tee ist... heiß? Wohl kaum. Nein, ich meinte ja auch... dünn. Oh oh. Hä? Was habe ich jetzt getan? Das war doch bloß ein Scherz. Es stimmt wohl, was man sagt. Man kann das Schmelzen der Pole einfach nicht aufhalten. Sorry, Leute, das war überhaupt nicht geplant. Ich wollte mit dem Hallo? Er hat bestimmt nichts dagegen. Nee. Ich wollte eigentlich meinen Namen schreiben. Aber bei der Kälte kann man einfach nicht so gut zielen. Stimmt. Das Schild ist größer als der Pol. Das war echt nicht geplant. Okay. Buso, ja, Achso, da sind wir jetzt gerade. Dann dahin. Was ist so das? Ein Mistwetter. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. Okay. Er betreibt eine Pumpe, die auslaufendes Dieselöl aus dem Wasser holt. Moment mal, das Dieselöl leckt ja aus dem Auspuff des Generators. Verblüffend. Ein geschlossenes Abwassersystem. Ist klar. Schalt aus, das Ding. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Wenn wir jetzt so Zucker hätten. Was haben wir hier oben? Sieht krass aus wie so eine Krabbe, ja? Ja. Isla Obacht, aha. Eine Pumpe. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Plateau. Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu befüllen. Oder vom Blitz getroffen zu werden. Oder aber die Fackel einzuölen, oder? Das ist der perfekte Platz, um... oder vom... aber es ist ein denkbar dämlicher Platz, um meinen Kram abzustellen. Okay, ich dachte, einölen wäre sinnvoll. Ein kaputter Sender. Nehmen wir mit. Wir haben hier Ghoul und wir haben hier einen Funkmast. Der Funkmast scheint das Gewitter zu verspotten. Und das scheint das Gewitter nur noch wütender zu machen. Auf Weiher! So ein Trottelgewitter. Dann wollen wir mal. Aua. Geht das normal? Dann wollen wir mal. Ein Blitz schlägt ihn zweimal an der gleichen Stelle ein. Okay. Okay. Aua. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Langweilig. Was treiben wir hier überhaupt? Keine Sorge. Gehört alles zum Plan. Ganz schön gewittrig hier, was? Jetzt mach dir mal nicht in die Hose. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist etwa so hoch, wie die im Lotto zu gewinnen. Ja, zweimal im Lotto gewonnen. Ist das für Leute, die keine Risiken eingehen wollen. Stimmt. Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Was fragst du mich? Du bist doch angeblich der Bastler hier. Bin ich ja auch. Ach ja? Was ist denn überhaupt kaputt? Also die Dinger hier, die sind ziemlich lose. Und die, Elektroschuhe sind senklich und haben an der Elektroschlaufe einen Elektrodoppelknoten. Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Worauf warten wir dann noch? Ab zu Doc damit. Wieso denn jetzt Doc? Ich bin auch ein Bastler. Und ich dachte immer, du kannst Dinge nur kaputt machen. Och, ich dachte immer, von da oben müsste man einen guten Überblick haben. Ich werde immer vom Blitz getroffen. Ach,
Du machst das gar nicht mit Absicht? Warum sollte ich mich absichtlich von einem Blitz treffen lassen? Na, um mich aufzuheitern, oder nicht? Oder bist du wirklich so dämlich? Reingefallen. Natürlich mache ich das nur zum Spaß. Na dann, gleich nochmal. Yippie. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Tja. Warum eigentlich nicht? Was spräche dagegen, sich mitten in einem Gewitter auf eine erhöhte Plattform zu stellen? Also machst du es? Himmel, nein! Für wie naiv hältst du mich denn? Fehlt nur noch, dass du mir einen Kübel Wasser für die Füße hinstellst. Oder mir einen Regenschirm in die Ufos? Moment mal. Kübel Wasser, Regenschirm. Du planst doch nicht etwa, mich als menschlichen Blitzableiter zu benutzen, oder? Käme ich nicht im Traum drauf. Gut so. Nee, Moment. Nicht im Traum, aber im wachen Zustand? Zu spät. Mist. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Oh, nee. Wir gehen das mal hier runter. Ab auf den Kutter. Wir machen hier an der Stelle einen Break. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Euer Firefox.